Einen wunderschönen guten Morgen an dieser Stelle. Ja, 18.11.1929, herzlich willkommen zur virtuellen Kaffeetasse. Ich habe ja gestern schon gesagt, ich bin immer eine Minute früher hier, weil ich brauche immer eine Minute zum Warmwerden hier. Ist zwar warm im Moment hier, aber ich meine so, ne, dass man sich mal ein bisschen locker spricht und einfach da ist dann. Deshalb jetzt die Petra, die ist heute Morgen zuerst da hier. Und der Wolfgang, der Andi, die Anne. Der Nico ist auch da. Guten Morgen, Nico. Wir haben uns heute Morgen noch gar nicht gesehen. Der sitzt hier zwei Etagen unter mir. Peter ist da, Uta. Alle hier zum Beispiel auf den Social-Media-Kanälen. Und wir erweitern das gerade auch wieder auf unseren Instagram-Kanal auch. Und da gibt es dann auch morgens live. Also ihr seht, gerade diese Social-Media-Geschichten, die wachsen im Moment auch da. Und da tun wir auch einiges im Moment, um euch da natürlich immer morgens 9.30 Uhr zu beglücken auf diesen Kanälen. Aber natürlich auch auf unserer Webseite und auf vielen anderen Kanälen auch. So, bisschen Eigenwerbung an dieser Stelle jetzt. Guten Morgen aus Ungarn, nach Ungarn und in die ganze Welt. Ich begrüße euch zu unserer heutigen virtuellen Kaffeetasse am 18.11., wie gesagt, um 9.30 Uhr. Für alle die, die gerade aus dem Bett gekommen sind, ihr seid korrekt, ihr seid pünktlich. Wir fangen jetzt an. Regina, Henriette, Saller. Unglaublich. Viele Menschen heute Morgen dabei. Carmen ist auch da, die Birgit. Sehr schön. Ja, ich würde sagen, fangen wir an, oder? Fangen wir an und setzen einen Blick auf die aktuellen Zahlen heute Morgen. Coronavirus, Corona-Pandemie in Ungarn. Gesamt positiv getestete Personen heute Morgen 156.949 Personen. Und das sind plus 4.290 mehr zu gestern. Wir beklagen in Ungarn derzeit 3.380 Todesopfer, das sind plus 99 zu gestern. Aktiv infiziert derzeit 118.723 Personen. Und in häuslicher Quarantäne befinden sich 35.804 Menschen, 1.409.651 Corona-Tests und im Krankenhaus befinden sich derzeit stationär 7.499 Menschen, 581 davon sind beatmet. Das die aktuellen Zahlen, einen Blick darauf und einen Blick auch auf den heutigen Wechselkurs 361 Forint wieder. Der Mittelkurs heute Morgen 361 Forint für den Euro am 18.11. heute Morgen. Ja, so, das die offiziellen Zahlen. Jetzt muss ich mal eben ein bisschen aufräumen hier, damit ich ein bisschen Platz habe für die anderen Dinge, die heute so in den Medien kursieren hier in Ungarn, was Ungarn heute so interessiert. Und ein Thema davon heute Morgen, zum Beispiel in der Budapester Zeitung, der Haushaltsabschluss 2019 und die Steueränderungen wurden gestern vom Parlament abgesegnet. War ja ein großes Thema auch in den letzten Tagen, soll auch einige Änderungen da geben. Und da hat man gestern dann im Parlament getagt dazu. Da sehen wir auch ein Bild hier, wie das dann so aussieht im ungarischen Parlament. Ja, da arbeitet man gerade an diesem Abschluss und an den Steueränderungen. Wie gesagt, Haushaltsabschluss 2019 abgesegnet. 2019 sah es dann ja noch einigermaßen gut aus. Übrigens wurde dann die Absegnung oder die Änderung mit 124 Ja-Stimmen und 54 Gegenstimmen durchgeführt. Ja, insgesamt hat man hier letztendlich ein positives Ergebnis ja zu verzeichnen gehabt in 2019. Das hat natürlich dann auch Auswirkungen auf das allgemeine Abfedern der Situation in diesem Jahr. Und man hat nochmal deutlich darauf hingewiesen, dass man auch die Durchschnittslöhne um ca. 11,5% gesteigert hat, angehoben hat in Ungarn in 2019. Das hat man hier nochmal offiziell auch ein bisschen unterstrichen, diese Sache. Ja, die Steuerbehörde NAF wird jetzt ja dann letztendlich die Umsatzsteuer automatisch erledigen, das heißt digital. Da wird ja dann 2061 online alles gemacht. Und ja, da muss man jetzt auch schauen, das wurde auch abgeschlossen. Die Verbrauchssteuer auf Zigaretten und Tabakwaren wird in zwei Stufen erhöht. Also für alle Raucher eigentlich eine Bad News jetzt hier. Und das ist da zu einer Erhöhung dieser Verbrauchssteuer kommen wird im nächsten Jahr.
ist abgesegnet und auch die Kfz-Steuer soll durch die Kommunen direkt an die Steuerbehörde weitergereicht werden. Ein weiterer Schlag für die Kommunen, weil denen soll ja auch noch ein bisschen anderswo etwas gekürzt werden. Also auch hier bei der Kfz-Steuer müssen sie einstecken hier und der Steuerbehörde die Beträge umgehend weiterleiten. Ja, und da kommen wir gleich noch zu einem anderen Thema, was die Kommunen im Moment so ein bisschen belasten oder auch im nächsten Jahr belasten wird. Denn der IHK-Kammerchef der ungarischen IHK, der möchte gerne die komplette Streichung der Gewerbesteuer für 2020 und 2021, zum Beispiel für sogenannte Mikrofirmen. Das würde natürlich den Kommunen und den Städten ordentlich da einen Schlag ins Gesicht geben, denn gerade auch diese Gelder sind ja enorm wichtig für die Entwicklung, für die entsprechende Entwicklung in den Städten. Und ja, da gibt es natürlich im Moment richtig Gegenwind in Ungarn von den Städten und von den Kommunen. Der Kammerchef sagt, bereits gezahlte Gewerbesteuer in 2020 sollten ebenfalls verrechnet oder zurückerstattet werden. Also da gibt es noch ein bisschen Diskussionsbedarf für die Firmen natürlich. Die sagen auch, uns muss da irgendwie geholfen werden. Wir müssen irgendwie weiterkommen. Und ja, und deshalb denke ich mal, da wird es in Ungarn jetzt noch einige Diskussionen drum geben, wie man sich da einigt und wie man vor allen Dingen auch den Unternehmen dann helfen kann, ohne dass die Städte da irgendwo gebeutelt werden. Da wird eine Lösung für gesucht. So, ja, schauen wir uns auch eine Meldung an heute Morgen. Die Immobilienpreise haben wir immer wieder in den letzten Tagen auch immer wieder drüber gesprochen. Und jetzt Immobilienpreise sinken noch schneller als erwartet in Budapest, teilweise um 18% im Oktober, bis zu 18% diese Immobilienpreise gesunken. Ja, man ging davon aus, dass es zu einem Zerfall kommt, aber dass das so schnell geht, ist man dann doch erstaunt und vor allen Dingen in diesen schnellen Schritten solche enormen prozentualen Senkungen der Preise. Also wer jetzt ein Haus kaufen will oder eine Wohnung oder so, ja, der kann das im Moment ziemlich günstig tun und sollte diese Immobilienpreise ein bisschen im Auge behalten. Experten sagen uns auch, wir haben gestern mal so ein bisschen nachgehört, dass es im Januar nochmal drastisch nach unten gehen soll. Hier und da ist auch regional so ein bisschen abhängig, wo man gerade schaut und wo man gerade guckt. Aber hier wird es dann wahrscheinlich noch zu weiteren Preissenkungen kommen. Ja, auch eine interessante Meldung heute Morgen. Immer weniger Dieselautos in Ungarn. Ja, man hat hier mal so ein bisschen die letzten 7 Jahre verfolgt und hat sich das mal angeguckt. Und dann hat man hier ganz klar gesagt, okay, von 46% Anteile der Dieselfahrzeuge sind wir gesunken in den letzten 7 Jahren auf 22%. Ist natürlich schon ein deutlicher Sprung in eine andere Richtung. Und dann haben wir uns mal angeguckt, wie sieht denn der Anteil der E-Autos, in der Elektroautos in Ungarn aus, in zum Beispiel den ersten 10 Monaten diesen Jahres. Und da muss man sagen, der Anteil insgesamt an den Fahrzeugen jetzt hier liegt bei E-Autos hier bei 27% in den ersten 10 Monaten, also bei Neukauf von Autos. Und das finde ich auch schon sehr erstaunlich. Also kann man sagen, der Trend auch in Ungarn geht in Richtung Grün, obwohl ich manchmal ein bisschen mit dem Kopf schütteln muss, wenn ich sehe, was da so auf den Straßen rumfährt. Bei dem ein oder anderen Auto, wo ich mal hinterhergefahren bin, habe ich gedacht, mein Gott, heizt der hier oder fährt der mit Heizöl oder Diesel. Also teilweise ist es ja doch ziemlich heftig. Aber wie gesagt, der Trend geht auch in eine andere Richtung. Und auch hier letztendlich dann positiv. Jo, kommen wir zum Advent. Ich habe gestern schon gesprochen. Letztendlich hier entsprechend auch so ein bisschen Weihnachtsstimmung aufkommen zu lassen. Der erste Adventssonntag kommt so langsam und auf uns zu. Und da hat der Ökumenische Hilfsdienst in diesem Jahr wieder eine große Aktion in Verbindung mit Tesco. Also alle, die einkaufen gehen im Tesco, haben beim Bezahlen die Möglichkeit, da ein bisschen zu helfen, den Menschen zu helfen, denen es halt nicht so gut geht in diesem Jahr. In diesem Jahr werden allgemein diese ganzen Spenden natürlich sehr anders ausfallen, weil allgemein die Wirtschaftssituation natürlich ein bisschen angekratzt ist in Ungarn, nicht nur in Ungarn, sondern weltweit. Aber man hat hier die Möglichkeit, beim Bezahlen an der Kasse zum Beispiel an dieser Spendenaktion teilzunehmen, indem man einen Spendencoupon in Höhe von 250 Forint erwerben kann. Damit hilft man dann dieser Adventsaktion des Ökumenischen Hilfsdienstes. Wie gesagt, machen das, glaube ich, schon jetzt im 6. oder 7. Jahr mit Tesco zusammen. Das auch eine Information für alle die, die ein bisschen was tun wollen. 250 Forint übrig haben am Ende an der Kasse, kann man das tun. So, ja, finanzieller Notstand auch in vielen Tierparks und Zoos im Moment.
Haben wir auch von der Nachrichtenagentur mal so ein Bild. Ja, da ist ja jetzt nicht dann, dass nur die Besucher fehlen, sondern es muss zum Beispiel jetzt viel gearbeitet werden. Viel gearbeitet, weil alle Tiere, die müssen jetzt teilweise in den Winter, in ihre Winterquartiere gebracht werden. Auch die Arbeit bleibt nicht stehen. Die Tiere wollen weiter versorgt werden. Zum Beispiel hier, wie wir gerade gesehen haben, auf dem Foto im Zoo Nierichhasa. Der hat 5000 Tiere und die müssen weiter gefüttert werden. Die müssen weiter gepflegt werden. Da müssen Artenschutzprogramme weitergeführt werden. Und wie gesagt, viele Tiere müssen jetzt in ihre Winterquartiere gebracht werden. Das beutelt diese Tierparks und Zoos sehr, denn gerade jetzt, die durch die neuen Lockdown-Welle, dürfen Besucher hier nicht mehr rein. Es wird letztendlich dann, es fehlt hinten und vorne natürlich an Eintrittsgeldern. Und auch das Jahr der Jahresanfang war ja hier schon ziemlich mies. Also denen geht es im Moment gar nicht so gut. Und ja, wer da vielleicht ein bisschen was tun will, der sollte sich einfach mal mit dem Tierpark in seiner Nähe in Verbindung setzen und vielleicht mal fragen, wie kann man denn helfen? Kann man finanziell helfen oder kann man auch mit anderen Dingen helfen, einfach hier ein bisschen ja, anzuschieben. Ich weiß, dass es auch viele Tierheime im Moment gibt, denen es gar nicht gut geht und auch hier viel, viel Hilfe notwendig ist. An allen Ecken ist Hilfe notwendig, aber auch gerade hier, wie gesagt, schauen wir mal auf diese Situation, dass man jetzt sagt, gut, es kommen keine Besucher mehr, aber die Mitarbeiter müssen trotzdem weiter bezahlt werden, weil sonst je weniger Mitarbeiter da sind, umso schlechter geht es nachher auch den Tieren, weil die einfach nicht mehr artgerecht versorgt werden können. Ja. Das auch eine Information hier von unserer Seite in diese Richtung. So, jetzt muss ich gerade mal schauen. Wir haben eine Meldung von der Feuerwehr. Hier hat es in der Nacht einen Brand gegeben. Nee, das war das falsche Bild hier. Wir haben ein Bild hier dazu bekommen von der Feuerwehr oder auch nicht. Da müssen wir gleich nochmal nachschauen hier. Genau, von der Feuerwehr haben wir ein Bild bekommen. Da ist es auch schon ein Restaurant in der Nacht gebrannt im dritten Bezirk von Budapest, da der Brand auf ein Wohnhaus übergegangen ist. Eine Person musste mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Ihr seht hier auch das Wohnhaus zerstört durch das Feuer. Die Feuerwehr war mit großem Aufgebot im Einsatz hier. Konnte jedoch, wie gesagt, das nicht mehr verhindern, dass auch das Wohnhaus durch den Restaurantbrand hier mit in Mitleidenschaft gezogen wurde. Das Ganze, wie gesagt, mit einer verletzten Person. Die Familie wurde mittlerweile untergebracht durch die Stadt. Und ja, Polizei ermittelt nun die Brandursache hier in Budapest im dritten Bezirk. So, weiter geht's. Ihr habt vielleicht gestern hier und da gesehen, dass in vielen Städten oder nicht nur in Ungarn, sondern auch auf der ganzen Welt gewisse große Gebäude auf einmal lila angeleuchtet waren. Na, da haben wir uns auch gefragt, warum leuchten die denn jetzt lila, wie zum Beispiel hier in Budapest das Stadion, das gestern Abend lila war, oder hier ein weiteres Gebäude. Ja, hier und da alles lila angestrahlt und das auf der ganzen Welt. Und das Ganze ist deshalb passiert, weil der 17.11. Tag der Frühgeborenen ist. Ja, genau. Es gibt auch einen Tag für Frühgeborene. Und wenn wir uns das mal anschauen, allein, ich habe leider jetzt nur die Zahlen für Deutschland. In Deutschland sind 60.000 Kinder, die zu früh geboren werden im Jahr. Das ist jedes zehnte Neugeborene. Und damit machen die halt einen großen Anteil von ja, der Kinderkrankheit oder Kinderbehandlung aus. Und deshalb hat man seit 2008 einen speziellen Tag für Frühgeborene gewidmet, um einfach Aufmerksamkeit da zu erregen und auch ein bisschen Aufmerksamkeit zu bringen auf die Situation. Und dass diese Gebäude lila angeleuchtet werden, das haben wir zu verdanken einer amerikanischen Organisation, die irgendwann mal angefangen haben damit. Ja, und dann ist es im Prinzip um den Globus gegangen und alle am 17.11. großen Städte beteiligen sich daran und so auch in Ungarn. Das mal kleine Aufklärung dazu. Ne? Wir haben gestern auch ein paar Fotos gesehen. Was ist denn da los? Warum macht man das? Also, das ist der Tag der Frühgeborenen. Warum lila? Weiß ich nicht. Ja, lila ist irgendwann mal bestimmt worden, dass man das so macht. Ja, wir haben noch weitere Informationen oder Meldungen auch von der Feuerwehr. Und ich habe gestern schon gesagt, was meldet man dann hier einfach? Was ist einfach interessant auch oder hat einen News-Charakter? Und ich muss sagen, heute war ich erstaunt, weil es zahlreiche Informationen und Berichte von der Feuerwehr gab. Wie zum Beispiel hier in Orschhasa, da ist ein Auto in ein Wohnhaus gekracht gestern Abend.
Und der Fahrer ist einfach abgehauen. Ja, der hat hat das Auto hier quasi in den Vorgarten gesetzt. Gott sei Dank ist nicht viel passiert am Haus. Er hätte ein bisschen mehr Geschwindigkeit drauf gehabt, wäre in das Haus rein. Aber hier ist er gegen die Hauswand gekracht. Ja, und hat sich dann einfach vom Tatort entfernt. Die Polizei konnte ihn aber trotzdem erwischen und hat ihn dann erst jetzt mal dann zur Tat befragt. Vermutlich war der ein oder andere Promilleanteil daran beteiligt. Also spektakulär vor eine Hauswand gesetzt in Oroshasa mit diesem Auto. Ja, spektakulär auch ein Verkehrsunfall in Siofok. Da hat man es tatsächlich geschafft und hier mal ein Foto vom Feuerwehrauto oben aus gemacht, dass man den Wagen hier fast halbiert hat. Ein PKW mit 4 Personen besetzt ist gegen eine Straßenlaterne, dann gegen diese Leitplanke, wo das Auto fast unter die Leitplanke gesetzt wurde, wie ihr das seht hier. 4 Personen mussten daraufhin von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Alle Personen wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Auch daran sieht man spektakulär. Und diese Straßenlaterne, die umgefallen ist, die hat dann noch eine Stromleitung mitgerissen über die ganze Straße. Also Riesenchaos in Siofok gestern Abend nach diesem ja wirklich spektakulären Verkehrsunfall. Allen Personen geht es den Unfällen entsprechend jetzt im Krankenhaus und haben dann nochmal mit einem blauen Auge davongekommen, wenn man sich das Auto anguckt, wie das hier unter die Leitplanken geklemmt wurde. Ja, und noch eine letzte Meldung von der Feuerwehr und die ist auch absolut ungewöhnlich, wenn ihr euch das anguckt, denn die Feuerwehr musste gestern Abend in Magocz, bei Dombo war, eine Frau aus einem PVC-Rohr befreien. Ja, ihr habt richtig gehört. Und ich sage immer, Leute, passt auf und deckt im Garten einfach diese Löcher ab, damit da die Tiere nicht reinfallen. Aber dass da auch mal ein Mensch reinfallen kann, seht ihr jetzt. Nämlich auf dem Bürgersteig ist hier eine Frau in ein solches Loch gefallen. Und ihr seht das hier, die Feuerwehr muss sich hier gerade freigraben aus diesem PVC-Rohr, wo sie mit ihrem Bein dann stecken geblieben ist. Und auch hier seht ihr nochmal, wie brisant dieser ganze Einsatz war. Hier seht ihr die Frau mit dem Bein in diesem PVC-Rohr, wie gesagt, auf dem Bürgersteig, nicht abgedeckt. Die Frau ist da reingefallen im Dunkeln und musste dann mit schwerem Gerät, mit hydraulischem Gerät, mit Sägen aus dieser Situation befreit werden. Die Frau wurde dann leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wer kommt denn dafür auf und kann die Frau hier Schadensersatz fordern? Normalerweise darf sowas ja eigentlich nicht passieren. Ich sehe das aber immer wieder, trotz dieser ganzen, also auf den Bürgersteigen zum Beispiel oder Straßen, teilweise hier wirklich dann auch solche Löcher da sind oder irgendwelche Gullideckel solche auf Halbmast hängen und dann quasi, wenn ich da drauf treten würde, ich dann einmal runter. Also da muss man aufpassen, auf vielen Straßen, auf vielen Bürgersteigen ist auch hier eine Gefahr zu entdecken und dass das mal böse enden kann, sehen wir an diesem Einsatz der Feuerwehr dann gestern Abend. Ja. So, dann haben wir noch eine Information von Peter Wolf, dem Balaton-Reporter. Der hat uns nämlich informiert gestern, dass die große Weihnachtskrippe in Wörsch, das ist ja so circa 12 Kilometer von Kestey entfernt, dass diese spektakuläre Weihnachtskrippe in diesem Jahr nicht stattfinden wird. Ihr wisst, diese Weihnachtskrippe gehört zu den größten in Europa, 60 Quadratmeter groß in der alten Pfarrkirche von Wörsch. Und normalerweise rund durchschnittlich 40.000 Besucher haben sich dieses Spektakel immer angeguckt, angefangen vom ersten Adventssonntag bis in den Januar hinein. Auch das ist wegen dieser Pandemie, wegen dieser ganzen Maßnahmen in diesem Jahr gestrichen. Da hat er uns gestern, wie gesagt, drüber informiert. Also auch die Information zu euch jetzt hier in dieser Form, dass das nicht stattfindet. So, jetzt muss ich mal eben nochmal schauen, wo wir stehen geblieben sind hier. Hier schreibt gerade einer, ich bin schon 46 Jahre bei der Feuerwehr, aber was in Ungarn an Einsätzen gibt, da muss ich als alter Hase nur den Kopf schütteln. Also, da haben wir selbst mal Feuerwehrleute hier ein bisschen zum Staunen gebracht oder zum Kopfschütteln gebracht, was hier so alles möglich ist. Und da muss man also doch sagen, aufpassen. Und natürlich vielen Dank an die Feuerwehr, die auch solche spektakulären und ungewöhnlichen Einsätze immer mit einem gewissen Routine und einem sehr klaren Verstand durchführen können. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal kurz zu den Hunden oder zu dem Hund. Nein, heute Hunde, weil ich habe noch eine andere Geschichte, auch von der Feuerwehr über Hunde. Aber erst zeige ich euch mal unseren Hund des Tages jetzt hier. Und zwar ist das der Chuvi.
ich hoffe, ich habe es richtig gesagt, Chovy, genau, das ist Chovy, das ist ein Mischlingsrüde aus 2019, der ist geimpft und kastriert jetzt und ist in Horkon im Tierheim. Ja, der Chovy, das war ein typischer Kettenhund, den hat man durch Tierschützer, hat man ihn befreit von der Kette und ist jetzt, wie gesagt, dann erstmal untergebracht in Horkon. Sehr aktiv und sehr verspielt ist er, also noch ganz jung, der Kleine, und sehr freundlich zu Mensch und anderen Hunden. Was der Chovy nicht mag, das sind Katzen. Die sollte man dann in weite Entfernung bringen, wenn er unterwegs ist. Kinder mag er übrigens auch sehr gerne und ist deshalb ja im Prinzip so das optimale Familienmitglied vielleicht für euch. Agility würde ihm zum Beispiel auch Spaß machen, weil er so aktiv ist. Also, ihr findet Chovy natürlich auch auf unserer Webseite unter dem Thema Tierschutz oder hier auch auf den sozialen Medien jetzt gerade eben gepostet und hier reingebracht, den Chovy. Ja, ich habe euch gesagt, wir haben noch mehr Hunde für euch, denn auch die Feuerwehr muss manchmal Hunde retten und die konnten jetzt ganze 3 Hunde retten aus einem leerstehenden Haus. Da kamen so komische Geräusche raus und da hat die Feuerwehr den Einsatz durchgeführt und hat geguckt, was ist denn da so drin, und dann hat man die Türen aufgemacht und dann fand man 3 kleine Welpen, die man hier gerettet hat, die Feuerwehr rausgeholt hat, hatten sie dann einem Tierheim übergeben. Hier ein Bild von der Feuerwehr, die dann glücklich, jetzt hier sieht man nur 2, aber es gibt noch einen dritten, aus dem Haus gerettet haben, die Kleinen. Und ja, danke auch hierfür an die Feuerwehr, die auch teilweise dann mal so als Tierretter unterwegs sind. Sehr oft hier, ne? Weil wir haben ja gesehen, oftmals fallen diese Hunde, Katzen, wie auch immer, in solche Rohre oder in solche Löcher irgendwo im Garten, die nicht abgedeckt sind. So, dann würde ich sagen, wir springen jetzt mal rüber zu einem touristischen Tipp. Und der Nico, der hat uns heute einen Tipp gegeben. Der war nämlich, als das noch alles möglich war, vor ein paar Wochen in Budapest im sogenannten Tropikarium in Budapest im Einkaufszentrum Campona. Da gibt es so ein großes Aquarium, gehört übrigens zu eines der größten in Mitteleuropa mit über 3000 Quadratmetern. Also ein spannender Tipp vom Nico, und da sehen wir, der Nico, der war selber da, der war mit seiner Freundin da und er hat mir gesagt, er hat die Maske extra ein bisschen runtergezogen für das Foto, damit wir ihn auch erkennen. Ansonsten trägt er die Maske natürlich auch über der Nase, aber wir wollen ja hier nicht unfreundlich sein und unverschämt und unser Gesicht ganz für euch verstecken. Deshalb der Anstand für ein solches Foto, die Maske auch nach unten zu ziehen. Aber schauen wir uns ein bisschen dieses Tropikarium mal an. Da gibt es also jede Menge Fische. Es gibt übrigens auch 7 Haie dort, ja, und über 400 Fischarten und andere tropische Tiere. Sehr schön aufgebaut das Ganze, sehr interessant. Kann man sich also wirklich dann auch schön aufhalten und sich da mal so ein bisschen, ja, in tropische Bereiche begeben. Also ihr seht hier ganz aktuell die Bilder von vor ein paar Tagen noch, wo man das noch besuchen konnte, bevor es geschlossen wurde. Ihr seht da im Hintergrund, die Menschen haben auch alle die Maske auf. Also ihr seht ganz aktuell die ganze Geschichte. Und zum Beispiel auch Krokodile gibt es da. Ja, schaut mal hier. Da gibt es auch Krokodile. Da fällt mir gerade eine Geschichte ein. Krokodile in der offenen, freien Natur habe ich zum Beispiel in Costa Rica gesehen. Und seitdem habe ich echt auch Respekt vor denen, weil ich gesehen habe, wie schnell die laufen können. Ja, die können ja nicht nur im Wasser sich sehr schnell bewegen, sondern auch an Land. Und ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, es gibt auch Krokodile, die kommen sogar aus dem Meerwasser. Ich habe welche gesehen aus dem Pazifik, die kamen da von so einer anderen Landzunge rüber, ja, waren so ein paar hundert Meter, und dann kamen die tatsächlich aus dem Wasser am Strand entlang und sind dann ins Landesinnere in irgendwelche Kanäle verschwunden. Und sehr, sehr schnell. Also spektakulär. So, ja, dann haben wir da im Tropikarium auch einen Wasserfall, einen gigantischen Wasserfall. Wir haben jede Menge Natur, die man hier, oh, da ist das Krokodil nochmal. Wir haben jede Menge Pflanzen, die man auch da sich mal etwas genauer anschauen kann aus den tropischen Bereichen. Wir haben viele andere Tiere wie hier, ganz interessant zu sehen. Und interessant auch, ein guter Schnappschuss vom Nico zum Beispiel hier, ja, so ein nettes Smiley, ja, so sieht zum Beispiel ein Rochen von unten aus, ja, hat er mal zufällig so einen kleinen Schnappschuss hier gemacht. Und all das könnt ihr, wie gesagt, in diesem Tropikarium erleben in Budapest, wenn es dann wieder offen ist. Und ganze schöne 28 Grad da drin. Also eigentlich ein schöner Tipp für die Winterzeit, ja, wenn man sich ein bisschen aufwärmen will, mal schöne warme Gedanken machen will, ein bisschen ja,
Tropenklima spüren will, kann man dorthin. Das Ganze kostet 2.700 Forint für einen Erwachsenen-Eintritt, für Kinder 2.000 Forint und es gibt auch eine Familienkarte für 8.800 Forint. Dann könnt ihr euch da einen ganzen Tag lang in diesem Aquarium oder Tropikarium aufhalten. Ihr seht hier wirklich die großen Aquarien. Und ja, hat der Nico noch hier so einen Schnappschuss geschickt hier? Ja, da hat er auch per Zufall hier, hupsala, da hat er doch die Schildkröte erwischt beim Nachwuchsmachen hier. Ja, auch solche Sachen kann man da erleben. Und es kostet auch keinen extra Preis. Kann man auch so live miterleben. Ja, schöne Sache. Schönen Dank an Nico, der uns da den Tipp hier durchgegeben hat. Er fand das Ganze ganz cool und sagt, da, super Tipp eigentlich für jung und alt. Und ja, ist schön. Ich war selber noch nicht da, aber nach seinem Tipp werde ich mir das auch mal anschauen, wenn es dann wieder geht. So, ja, ich habe heute kein Restaurant für euch. Der Nico hat gesagt, danach ist er nicht essen gegangen, weil war es so spektakulär. Er hatte gar keinen Hunger. Oder? Weiß ich nicht. Er hat mir auf jeden Fall keinen kulinarischen Tipp dazugelegt jetzt hier. Schön ist es. Dann würde ich mal sagen, ich schaue mal so ein bisschen eure Kommentare hier auf Facebook zum Beispiel. So, was haben wir denn hier? Was ist los in Horkon? Horkon, was hatten wir denn da? Genau, da hatten wir doch den Hund. Da ist das, der ist der Tier, ist der Tierheim, wo der Hund ist. Der Hund, der Chovy. So, das Bad ist auch zu und keine Touristen. Leider nichts möglich. Ja, das ist leider im Moment so. Deshalb müssen wir im Moment damit leben. Das ist aber ja nicht nur in Ungarn so. Das ist ja überall so im Moment, dass hier wirklich dann das alles gestellt. Sven, was macht dein Weihnachtsbaum? Fragt gerade der Klaus Stefan. Freut euch drauf, der wird heute geschmückt hier und ich sag euch, morgen habt ihr hier einen Weihnachtsbaum neben mir stehen, den ich euch präsentieren werde mit dem ungewöhnlichen Weihnachtsschmuck der Gurken. Ja, der wird morgen fertig. Also morgen hier live neben mir ein ganz frisch geschmückter Weihnachtsbaum hier für unsere Redaktion. Der wird ihr dann morgen auch vorgestellt. Der wird heute gemacht, der wird heute gebaut. Salah Karosch ist wie ausgestorben. Viele Regionen im Moment, das haben wir auch noch gesehen und gehört, sind derzeit wie ausgestorben. Natürlich ab 8 Uhr sowieso, 20 Uhr ist Ausgangssperre in Ungarn, aber auch tagsüber ist es hier ziemlich ruhig. Was nicht ruhig ist und was ich eigentlich gar nicht verstehe, sind zum Beispiel Einkaufszentren. Da läuft ja zum Beispiel jetzt noch eine Aktion wie Black Friday und die Joy Days und was weiß ich nicht. Also kann ich nicht verstehen, dass man das jetzt im Prinzip auch noch durchführt, weil genau das ist ja dann die Möglichkeit für die Menschen, ja, jetzt schnell dahin und schneller und Schnäppchen machen. Gerade in dieser Zeit, ein bisschen komisch, oder? Also da hat man auch wieder ein bisschen aneinander vorbeigedacht und überlegt und kommt jetzt mit solchen Aktionstagen. Ich habe gestern hier gesehen, in Dürr, keinen Parkplatz mehr zu bekommen in der Stadt, dann so ab irgendwo so 16, 17 Uhr. Ja, dann wollen die Leute noch so bis 19 Uhr mal richtig eben shoppen gehen. Ja, und unglaublich, an den Einkaufszentren keinen Parkplatz zu bekommen. Lediglich die Baumärkte sind im Moment ganz gut, wo man dann locker noch ein bisschen einkaufen oder Besorgungen machen kann, ohne großen Besucherandrang noch. Wer weiß, was da noch kommt. Aber das war ja eher im Sommer so der Fall, wo dann alle Leute meinten, sie müssten dann in den Garten. Aber ja, wo ist das Tropikarium? Das Tropikarium ist in Budapest im Einkaufszentrum Campona. Da ist das. Der Nico macht aber gleich dazu auch noch eine Info auf unserer Webseite. Genau. So, wo bekomme ich eine deutsche TV-Zeitung in Ungarn? Online, würde ich sagen. Mach das online. Ich habe keine Ahnung. Wo kriege ich eine deutsche TV-Zeitung in Ungarn? Am Kiosk, würde ich sagen. Aber muss schon gut sortierter sein. Also, zur Not, online. Also, ich mache das immer online. Wie viele Hunde wurden eigentlich schon vermittelt? Eine gute Frage, fragt die Ursel. Können wir ja mal weitergeben, die Frage an die an Kettenlos zum Beispiel. Also Frage, wie viele Tiere wurden so vermittelt? Und also ich denke mal, dass es dadurch, dass wir machen das hier jeden Tag, die Tiere sind auch online überall. Und ja, wäre eine gute Frage, Mann. Würde mich auch mal interessieren. Vielleicht mal die Frage zurück an die Organisation, die uns jeden Tag mit diesen netten Hunden versorgt. Die Fotos, die Infos dazu. So, auch die Misswahlen, läuft noch. Also ich habe mich ja beworben da für die Jury und man
man diskutiert da noch, geht das überhaupt, darf da überhaupt ein Deutscher mitmachen oder so? Wir bleiben dran, also wir werden irgendwie, wenn wir da drankommen. Schauen wir mal. Und wenn nicht, müssen wir es undercover machen. Ja, machen wir auch. So, TV-Spielfilm online, genau. Beim Tesco, sagt die Gerti, da gibt es auch eine deutsche TV-Zeitung. Ja, beim Tesco. In Marzali gibt es auch deutsche Zeitungen. TV-Programm, hörzu.de, guckt mal da. Das kostenlose TV-Programm online. Also, hier wird geholfen bei uns, ihr seht das schon. Ihr braucht nur eine Frage stellen und dann kommen auch hier schon das Schwarmwissen zusammen auf der virtuellen Kaffeetasse hier morgens. Und da werdet ihr geholfen. Hier werdet ihr geholfen. So, nehmen wir noch alle ein Schlückchen Kaffee und dann habe ich, sehe ich hier, dann haben wir unsere Zeit schon wieder rum. Ist heute schnell gegangen, oder? So viel hatten wir doch gar nicht. Manchmal geht das, wenn es am schönsten ist, dann geht es ganz schnell vorbei, ne? So, ja, in diesem Sinne, ich würde sagen, wenn ihr nichts mehr zu sagen habt mir, dann würde ich sagen, ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Heute übrigens wieder sonnig hier im Moment in Westungarn. Sehr schön, die Sonne scheint und bei Temperaturen um die 10 Grad heute. Und genießen wir den Tag, genießen wir ein bisschen frische Luft und sehen uns dann wieder frisch, fromm, fröhlich. Und schickt den Nico zur Misswahl, sagt man hier. Na, das muss der Chef selber machen. Ja, das sind Dinge, die gibt man nicht gerne ab. Ja, auf jeden Fall. Morgen sehen wir uns wieder, 9.30 Uhr bei der virtuellen Kaffeetasse Ungarns. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und ja, wenn ihr es gut findet, könnt ihr auch dem einen oder anderen Bescheid sagen. So, Mensch, komm doch mal mit, treffen wir uns morgens bei der virtuellen Kaffeetasse. Und das Wochenende kommt auch bald. Ja, und noch mal ganz kurz zum Abschluss an alle Fußballfreunde. Seid nicht ganz so traurig. Es gibt auch noch was anderes als Fußball. War ja gestern eine Klatsche, ne? 6:0 Spanien, Deutschland. Heieieiei. Das tut natürlich richtig weh. Und jetzt wackelt der Yogi natürlich, ja. Aber das ist ein anderes Thema. Ich wollte es nur noch mal auf den Weg schicken. Für alle Fußballfans, seid nicht ganz so traurig. Es kommen auch wieder bessere Zeiten. Ja? In diesem Sinne. Bis morgen, 9.30 Uhr bei der virtuellen Kaffeetasse. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid.